Driver, hab seit einem Monat den ersten Bass. Naja, klar, dann kannst du es halt auch nicht. Ist doch normal. Ich habe manchmal nach dem Üben Schmerzen im Handgelenk. Ist das normal? Also, das ist natürlich normal, wenn du noch nicht entspannt übst. Ich vermute, dass da noch viel Anstrengung und viel Kraft irgendwie eine Rolle spielt und viel Wollen und viel Driver, hab seit einem Monat den ersten Bass. Naja, klar, dann kannst du es halt auch nicht. Ist doch normal. Erstmal langsam, langsam besser werden. Was du machen kannst, ist zwischen den einzelnen Übungen, die du so machst, mal wirklich aktiv dich zu entspannen, ja? Also den Bass, die Hand vom Bass nehmen, mal runterhängen lassen und nachspüren. Nachspüren, ein bisschen ausschütteln und mal ein bisschen Entspannung in den Körper reinatmen, ne? Wenn du weißt, was ich meine. Und dann wieder anfangen und möglichst versuchen, jede Übung oder jede Sache, die du spielst, ohne Kraft tatsächlich, ohne mehr Kraft als notwendig zu machen, und dich möglichst viel dabei entspannen. Das ist tatsächlich die Lösung dafür. Und es gibt da auch keinen Umweg. Atmen, dich zentrieren, Schultern senken und neu anfangen. Weil das ist nämlich auch der Grund, warum bei diesen Mega-Profis Sachen so mühelos aussehen. Das ist, weil die das von Anfang an mühelos trainieren. Ja, du kannst nicht eine Sache mit Verkrampfung üben, in der Hoffnung, dass du das dann irgendwann unverkrampft spielen kannst. Sondern diese Verkrampfung macht es erstens schwerer, Sachen überhaupt zu lernen, weil wo Krämpfe und Knoten und Verspannung sind, da fließt nichts, ne? Da passiert kein Lerneffekt so richtig und da tust du dir höchstens weh, weil du gegen Widerstand arbeiten musst. Und du bringst deinem Gehirn halt auch bei, Musik ist krampfig. Also versuch zwischen den Übungen mal sacken zu lassen. Also entspannen, entspannen, entspannen. Übrigens, gutes Buch, was ich dazu empfehle, was ich jetzt gerade nicht hier habe, nennt sich Effortless Mastery. Nur ganz wichtig, bestellt das auf keinen Fall bei Amazon, sondern holt das beim Buchhändler in eurer Gegend oder bestellt das irgendwo anders. Scheißegal, aber bitte nicht bei Amazon. Hier, zum Beispiel allenoten.de. Effortless Mastery von Kenny Werner ist aber was sehr anderes, ne? Es geht so ein bisschen in Richtung, in die spirituelle Richtung, so à la Victor Wooten, der ist ja auch so drauf. Aber die Sache ist, das sind alles Meister, die diesen spirituellen Weg irgendwie einem erklären wollen. Das heißt, irgendwas wird da wohl dran sein. Also wir dürfen aufgeschlossen sein und uns das angucken, auch wenn wir erstmal keinen Zugang dazu haben. Da sind Meditationen drin, aber nichts mit hier, weiß ich nicht, Gott hat Dinosaurierknochen eingegraben, sowas vollkommen absurd ist. Und auch nichts mit Heilsteinen oder sowas, sondern das ist alles, das macht alles noch Sinn. Also es ist nicht voll abgehoben, sondern es ist alles auf jeden Fall noch, na wie soll ich sagen, legitim, was da drinnen passiert. Kann ich sehr empfehlen.